Bis Weihnachten dauert es nicht mehr lange. Und seit Donnerstagvormittag kann man sich in Göppingen wieder bestens auf die festlichen Tage einstimmen. Die Waldweihnacht hat eröffnet und kaum haben die ersten Stände aufgemacht, füllt sich auch das Festgelände mit hungrigen Besuchern. An 35 Ständen können die kulinarisch so ziemlich alles ergattern, was das Herz begehrt. Also ich probiere mich jedes Jahr durch. Es gibt auch immer hier und da mal was Neues, aber auch altbewährtes. Salsiccia habe ich heute schon mal gekostet, aber ich werde sicherlich auch bei den anderen mal vorbeischauen. Geht ja noch ein paar Tage, Gott sei Dank. Als Schmankerl, also wir haben im Durchlaufen schon einiges gesehen. Irgendwas in Richtung Gulaschsuppe im Brötchen haben wir entdeckt, dieses Jahr das erste Mal. Aber die Stände haben sich etwas verändert. Weniger Bäume, mehr Stände. Ja, ansonsten Mittagspause, die Runde, wir probieren durch, heute das, morgen jenes. Die kulinarischen Highlights sind eigentlich breit gefächert, hier ist ein tolles Angebot und gefreut hat man sich in der Tat, weil der Weihnachtsmarkt hier in Göppingen einfach ein sehr schöner ist. Wunderbar gelegen, tolles Ambiente und wir nutzen das gleich hier für eine Rücksprache mit den Mitarbeitern beim leckeren Mittagessen. Doch egal, ob zum gemütlichen Plausch mit Kollegen in der Mittagspause oder beim abendlichen Rundgang über das festlich geschmückte Gelände auf dem Marktplatz. Für gemütliche Weihnachtsstimmung ist seit heute wieder gesorgt. Was jetzt noch fehlt, ist das passende Wetter. Doch am Wochenende könnte den Wetterprognosen zufolge sogar schon der erste Schnee fallen.